Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal und heute habe ich euch etwas mitgebracht. Nein, es sind keine Überraschungseier, dafür habe ich euch diesen Greiferautomaten mitgebracht und da drin ist Paw Patrol-Spielzeug, jede Menge Paw Patrol-Spielzeug. Und los geht's, ich guck mal, ob wir hier was rausbekommen, den Greifer. Und Tatsache, ich habe schon etwas gegriffen und es ist gelb. Sieht aus wie eine gelbe Baumaschine, eine gelbe Planierraupe. Die gehört wohl zu Rubble, oder? Natürlich, Rubble ist ja auch noch hier in diesen Automaten drin. Und ich kann euch wirklich verraten, es macht irre viel Spaß, mit diesen Automaten zu spielen. Wir haben den ja schon öfters mal hier auf diesem Kanal verwendet und ich hole ihn immer wieder gerne raus, um damit ein Video zu machen und vielleicht mal ein paar Überraschungseier und so weiter herauszugreifen. Ja, heute haben wir Paw Patrol Spielzeug und jetzt haben wir tatsächlich einen der Paw Patrol Hunde. Suma, cool, oder? Ja, der gefällt mir auch megamäßig gut. Ist nicht unbedingt mein Lieblingshund, aber trotzdem eine tolle Sache, wie ich finde. Was ist denn übrigens euer Lieblingshund von Paw Patrol? Meiner ist ja Chase, der Polizeihund. Den seht ihr auch noch hier drinne. Ja, das habe ich daneben gegriffen. Jetzt habe ich nicht Chase, sondern das Polizeiauto. Auch nie verkehrt. Na, ich versuche das mal hier vorzusteuern mit den Hebeln hier unten. Und tada, genau. Das ist ein Polizeiauto und dieses Polizeiauto gehört ganz sicher zu Chase, meinem Lieblingspolizeihund von Paw Patrol. Okay. Tolle Sache, wie ich finde, aber ich stecke mal noch so eine Münze hier unten rein. Und los geht's. Mal gucken, wen ich jetzt erwische. Na, ist mir schon wieder aus dem Greifer rausgefallen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, macht auf jeden Fall trotzdem irre viel Spaß. Und guckt mal, ich habe jemanden in der Hand, in den Greifer, und es ist gelb und es ist natürlich, na, wisst ihr es? Na klar, es ist Rubble. Den kennt doch jeder, der schon mal eine Folge Paw Patrol gesehen hat, oder? Wer von euch kennt eigentlich die Trickfilme von Paw Patrol? Oder wer von euch, ihr wisst schon, was ich fragen möchte, wer von euch hat Spielzeug von Paw Patrol zu Hause? Wie immer, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Ich bin so gespannt. Und weiter geht's. Ich werde jetzt mal die nächste Figur hier greifen. Und das ist Rocky. Cool. Wir haben die nächste Figur, den nächsten Paw Patrol-Hund. Eine tolle Sache, wie ich finde. Okay, den packen wir jetzt auch mal beiseite, denn da ist noch mehr hier drin enthalten. Ich kann auch mindestens zwei Hunde sehen. Wie gesagt, Chase und Marshall ist hier noch. So, mal gucken, wen ich jetzt als erstes greife. Das wird ziemlich knapp. Ja, da braucht man so ein bisschen Geschick und ein bisschen Übung. Kann man auf jeden Fall super mit üben, wenn man dann mal irgendwann auf den Jahrmarkt so einen Automat bedient. Dann ist man da richtig gut und fit drin, das kann ich euch auch verraten. Und guckt mal, wen ich hier habe. Das ist nämlich mein Lieblingshund, wie ich euch schon verraten habe. Das ist Chase, der Polizeihund. So, da bin ich super zufrieden mit. Aber es ist noch ein weiterer Hund. Und das habt ihr sicher schon gesehen. Es ist natürlich Marshall. Marshall, der Feuerwehrhund, der fehlt noch. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ihn nämlich herausgeholt und daraus befreit aus diesem Gerät. Und Tatsache, ja, gefällt mir richtig gut. Also Leute, was ist euer Lieblings-Paw Patrol-Hund? Wie immer, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann nämlich das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Überraschungseier auspacken oder eben auch Spielzeug auspacken. Also bis dahin dann. Tschüss!